Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Letztes Gerücht heute. Und wenn ihr denkt, 30 Millionen ist die höchste Summe, die wir heute über den Tisch ziehen könnten, dann habt ihr euch schwer getäuscht. Denn wir toppen das Ganze nochmal und setzen 7 Millionen obendrauf, sind nun bei 37 Millionen Euro. Und ja, das Gerücht ist kein Gerücht mehr in diesem Sinne, denn laut einer englischen Zeitung sind wir hier schon bei 95%, dass der Transfer über die Bühne geht. Ihr kennt den guten Mann aus meinem Fußballmanager 13 Let's Play mit der Manchester United, mit den Red Devils und genau dorthin soll er jetzt auch wechseln. 18 Jahre ist er jung, 37 Millionen die Ablöse, wert ist er 13 Millionen, also das ist schon mal deutlich über Marktwert, fast die dreifache Summe. Für den einen vielleicht ein bisschen zu teuer, für den anderen ist das gerechtfertigt, weil er ein super Typ ist. Wir wissen es nicht. Wir reden auf jeden Fall über Luke Shaw. Was unter David Moyes, dem Ex-Coach von United, fast geklappt hätte, scheint dann jetzt unter Louis van Gaal endgültig perfekt gemacht zu werden. Wie gesagt, 37 Millionen die Ablöse. Luke Shaw seit der 17 ist bei Southampton Stammspieler. Und ja, 18 Jahre jung, wie gesagt, 1,85 groß, linker Verteidiger, kann aber auch im linken Mittelfeld oder zur Not im rechten als rechter Verteidiger aushelfen. 13 Millionen Mark wert, sage ich jetzt zum 10. Mal. Was kann man noch sagen? Hat Vertrag in Southampton bis 2018, ist englischer Nationalspieler, fährt auch mit zur WM. Und ja, hat eigentlich auch wie die anderen englischen Spieler ein Verbot für Transfergespräche, aber scheinbar hält sich da keiner dran. Diese Saison 35 Einsätze, also absoluter Stammspieler bei Southampton gewesen. An ihm interessiert sind Manchester United, wie gesagt, Real Madrid, Man City, FC Chelsea und Tottenham. Und meine Frage an euch, meine Fragen. A. Glaubt ihr, der Transfer zu Manchester United geht die nächsten Tage über die Bühne? B. Bleibt es bei den 37 Millionen oder kommen da noch ein paar oben drauf? C. Findet ihr die 37 Millionen viel zu viel oder sagt ihr, hey, der Junge, der ist mega talentiert, das ist absolut gerechtfertigt? D. Oder viertens, glaubt ihr, er kann sich auch bei Manchester United den Stammplatz sichern und unangefochtener Stammspieler werden? Ansonsten, glaubt ihr, er wird sich vielleicht bei der WM nochmal auf sich aufmerksam machen oder schwimmt er da eher mit im Teich? Eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall. Ich habe hier gerade Lucas Digne angeguckt, deswegen war ich kurz verwirrt. Ja, eure Meinung interessiert mich. Wir können gern drüber diskutieren. Ist es zu viel? Ist es ein super Typ? Würdet ihr meinetwegen auch 60 Millionen für ihn zahlen? Und ja, wo geht er hin? Manu, Real, Man City, Chelsea, Tottenham, Manchester United, nicht Manu, du alter Honk. Ja, ansonsten, wenn ihr weitere Gerüchte oder Transfers habt, die ihr euch wünscht, die ich euch vorstellen soll, die ich ein bisschen recherchieren soll, dann auch diese in die Kommentare. Ich freue mich auf diese Kommentare und sage euch einen schönen Tag. Bis zu einem anderen Video. Euer Hilfakti. City go to Wembley and it's the end for Watford. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in. Almunia